Wieder Aufbau von Kolonie 6. Okay, endlich geht es los. Was geht bei dir? Nopon AG. Huch, hom hom, hier, wow. Gibt dir viele alte Ruinen, der Hochrentier. Sucht ihr seltene Sachen, um woanders teuer zu verkaufen? Was ihr wollt, Oberkörper von Bionis? Kann helfen, sogar umsonst. Um hochzukommen, muss man Hochrentier-Initiationsrisiken machen. War früher Prüfung für Hochrentier-Männer vor Erwachsenwerden. Erst müsst ihr vier Dingsbumse überall in Sartor suchen. Die gehören auf Emblem, dort vor steinernen Schwestern. Dann könnt ihr nach oben. Keine andere Möglichkeit. Gefährlich, also aufpassen. Okay. Gut. Blauer Stein, Spektralstein, Matter und weißer Stein. Okay, cool. Ah, was vergessen. Bei Händlern von Nopon AG könnt ihr Sachen für Reise kaufen. Okay. Verrückt. Zumindest sind sie auf der Karte eingezeichnet. Das ist ziemlich freundlich. Aber ja, ich erinnere mich. Das hier war, speziell. Kam so auf die Karte. Okay, eins war hier, eins war da. Eins war da unten. Aufregend. Ich schätze mal, dass ich eigentlich hier irgendwie lang müsste, oder? Das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Oder vielleicht doch. Mal gucken. Ah, warum will ich denn immer mit Y springen? Nee, mit X. Fuck. Super nervig, Alter. Was spiele ich denn gerade noch, wo man auf Y springt? Final Fantasy 14, glaube ich. Da springt man auf Y. X, X, Y, irgendwas. Auf dem Knopf oben auf dem Controller. Muss ich gegen euch kämpfen? 26, 23 könnte hinhauen. Bam! Nice! Verdammt! Jetzt aber. Und hau drauf, Brudi! Sehr gut. Monado, lend us your power! Sehr gut. Es ist so eine dumme Attacke. Warum können die sich alle so aufpowern, dass sie einfach 15 Level nach oben schießen, Alter? Oh, Mann. Not very cool. Okay, let's get going. Es hat mich einfach getreten, Alter. Keine Ahnung, ich möchte echt gerne Paper Mario spielen. Also halt wirklich gerne, aber ich habe einfach... Ich will keine 100 Euro für Paper Mario 64 und dann nochmal irgendwie 200 Euro für Paper Mario für GameCube ausgeben, Mann. Fuckt mich halt mega ab, dass die so teuer sind. Und ich will sowas halt... Will ich es emulieren? Weiß ich nicht. Prinzipiell hätte ich nichts dagegen, aber irgendwie schon. So, ich will sie zumindest original dann besitzen und nicht einfach nur runterladen und dann so spielen. You know? Ach, sie sind alle gedingst. Okay, deswegen funktioniert hier gerade nicht viel. Komm, komm, komm. Alles wird gut. Kriegen wir hin. Und... So. Jetzt hauen wir ihm aufs Maul, weil er mir auf die Nerven geht, Alter. Cool, nicht getroffen.
Kommt nicht noch ein Paper Mario für die Switch? Ja, kommt. Aber auch da stelle ich mich halt mega an, weil ich vorher irgendwie zumindest einmal eines der Originalen gespielt haben möchte. Und ich finde, also ich habe halt nur Super Paper Mario gespielt und das war halt so, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, diese Serie macht eigentlich eine Menge Referenzen zu sich selbst. Und die kennt man halt nur, wenn du halt die Originale auch gespielt hast. Und ich will die Referenzen erkennen und sagen können, ha, das habe ich begriffen. Und das kann ich halt nicht, wenn ich die Originale nicht gespielt habe. Daher kacke ich mich leider mega ein und sage, nö, ich will erst die Originale spielen, bevor ich anfange, irgendwas anderes davon nochmal zu spielen. Sonst nur Teil 1 und 2 und der Rest ist nicht so geil. Ja, aber ich habe halt Teil 1 und 2 nicht gespielt. Das ist ja das, die ganze Krux einer Sache hier gerade, dass ich halt die besten Spiele nicht gespielt habe. Ich habe nur Super Paper Mario mitgenommen und das ist halt okay, das kann man machen. Aber ich höre auch die ganze Zeit, das ist halt nicht so gut wie Paper Mario und Super Paper Mario. Nee, gar nicht. Und Paper Mario Thousand Year Door. Daher wäre cool, wenn ich das irgendwie mitnehmen könnte, TBH. Super Mario 64, Paper Mario 64 gibt's im Wii U Shop. Okay. Plötzlich wurde der Wii U Shop wieder ein bisschen relevant für mich. Alles also ist krass, wie sehr sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich die Wii U tatsächlich nochmal auspacke. Ich habe echt Bock, dass sobald ich umgezogen bin, mit einem Wind Waker Let's Play angefangen wird, weil ich einfach total Bock auf Wind Waker habe. Im selben Zuge könnte ich dann Paper Mario anfangen. Und dann halt irgendwann mal irgendwie auf irgendeine Art und Weise in den Besitz von A Thousand Year Door kommen. Hoffe ich. Eine ist schon längst verkauft. Oh Gott. Ich könnte meine Konsole nicht verkaufen. Obwohl ich bin immer überlegen, ob ich meine japanische Wii U verkaufe, weil die brauche ich halt echt nicht mehr. Also die ist halt, so mega useless geworden mittlerweile, weil die habe ich mir damals eigentlich nur gekauft, damit ich Project Zero 5 spielen kann und Taiko. Und Taiko gibt es halt jetzt noch für PS4 und Switch, original in Deutschland zu kaufen. Project Zero kam auch raus. Ansonsten habe ich da halt nur Captain Toad und Bayonetta 2 drauf gespielt und ansonsten gummelt das Ding halt einfach nur rum und dient als Ersatzteillager. Also. Was schwirrt denn hier rum, dass da irgendwie gesagt wird, hier ist ein Ausrufezeichen. Verdammt. Ja, vor allem auch alle auf einmal. Und bam, erstmal alle wegboxen. Was ist denn jetzt hier los, Alter? 15.000 Viecher auf einmal. Plus der eine Dude, der einfach auf Level 900 ist, Mann. Okay, so, das haben wir.
Oh, du bist umgefallen, das ist nicht so gut. Okay, womit heilst du... Schon mal... Okay. Wie kann das nicht treffen, Mann? Ich finde es halt einfach fucking unmöglich sein, dass du Dudes nicht triffst, wenn du... in der Chain-Dings bist. Jetzt beide rum mit ihren scheiß Level-Boost-Teilen, Alter. Keine Ahnung, das ist eine echt dumme Geschichte hier gerade. Okay, fuck it. Die nerven mich alle so krass. Dann ballern wir uns halt nochmal auf 25 und 20. Der Rest passt. Sie muss nicht treffen. Ich glaube, er killt mich. Damn, okay, er haut raus. Oh, er ist tot. Das ist nicht so gut. Mega gut, Alter. Wie einfach konstant alles am Verrecken ist, Mann. Unglaublich. Bringt das überhaupt was? Nope. Okay, cool. I've tried. Oh, jetzt bin ich tot. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich sollte fliehen. Ich glaube, das bringt mir nicht so viel hier. Ich glaube, das killt mich jetzt. Daher, bye. Okay, perfekt. Das sind wir losgeworden. Hier chillen wir uns einfach gerade mal ein bisschen vorbei. Wir müssen anscheinend eher nach unten als nach oben. Gehen hier lang, folgen der wundervollen gelb gepunkteten Linie, welche mich garantiert nicht in die Gefahr führt.
Stört nicht. Alles cool, kriegen wir hin. Können wir zumindest noch mitnehmen. Cool, dann springt das Ziel einfach von dem einen Ding zum anderen. Nö, jetzt geh ich hier lang. Das könnte mich einfach mal. Da ist irgendwas Gefährliches, schätze ich mal. Eigentlich gar nicht mal so sehr. Aber das sieht ziemlich gefährlich aus. Wäre doof, wenn uns das trifft. Wäre richtig doof, wenn uns das trifft. Aber ich muss nach da oben, ne? Puh, das wird lustig. Habe ich richtig Bock drauf. Mega gut. Sehr schön. Nicht drauf gehen. Es lief noch okay. Kann man machen. War nicht ideal, aber war besser als drauf zu gehen. Hey Funny, was geht ab? Hey, Playful Mind. Was geht ab? Du, 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 du. Warum sind hier so viele High-Level-Gegner, Mann? Ziemlich uncool. Hier nicht das Problem, dass das jetzt aber Säure war und wenn man da durchläuft, stirbt man einfach und deswegen muss man das relativ clever irgendwie machen. Au, gut. Okay, ja. Oh Gott, das klingt böse. Wuff, wuff. Als ob ihn aufs Maul gehauen wird, Mann. Sehr schön. Okay. Dann kann ich jetzt einfach hier rüber jumpen. Hoffen, nicht drauf zu gehen. Hoffen, dass er mich nicht sieht. Perfekt. Und jetzt kann ich doch theoretisch einfach sagen, ich pfeife auf zurücklaufen. Wir können uns einfach nach hier warpen. Nice. Dark Road News im September. Handy Games fetzen mich leider so gar nicht. Von daher, okay. Ups. Hey, das wird wahrscheinlich jetzt nichts.
Hätte ich gewusst, dass jetzt ein Boss kommt, hätte ich so ein bisschen... So ein bisschen mein Level wieder hochgemacht. Also relevante News für mich wäre halt gewesen, wenn sie Dark Road einfach auf der PS4 bringen oder so, oder auf der Switch oder so ein Kram. Und das halt ein richtig cooles Spiel einfach wird, aber so wie es aussieht, ist es ja nur irgendein Ding, was halt mit dem anderen Handy Kingdom Hearts zusammenhängt. Und das ist halt so mildly interesting, aber auch nur, weil die Story halt wack ist und das war's so. Habe ich da leider auch nicht anzuhypen. Was mich halt mega nervt, sind diese Achtung links und rechts unten am Bildschirm. Finde ich super stressig, man. Die kannst du aber auch nicht ausmachen. Warum bin ich gestorben? Was hat er getan? Ich stand hinter ihm, Mann. Ach. So, probieren wir das doch nochmal. Sharp! Danke für den Sub. Mega nice. Das Spiel ist manchmal komisch. Ne, das Spiel kann manchmal komisch sein, wenn man plötzlich stirbt. Manchmal ist es halt einfach so. Sometimes it really be like this. Okay, das hat mich gekillt, schätze ich mal. Oder es hätte mich killen können. Mich doch alle. Ich find's furchtbar, dass er einfach immun gegen Schwanken ist. Das ist not very fun, so. Ich möchte nochmal anmerken, wie viel HP der Typ hat, Alter. Wir haben ihm gerade einfach fast 10.000 abgezogen. Das war halt so viel auf der HP-Leiste. Ich glaube, wir kriegen das hin. Sagte er, indem einfach Ryan fucking starb, Alter. Ah, das ist doch nicht euer Ernst. Zumindest ein bisschen heilen.
Irgendwas Böses passiert doch gleich. Okay. Wie finde ich Frozen 2? Frozen 2 ist ein extrem hübscher Film. Oh Gott, warum rennt er mir hinterher, Alter? Der fucking Tank soll tanken, Mann. Und der dumme Heiler soll heilen, Alter. Was, warum sind die alle so blöde? Guck mal, es hat gar nichts gebracht, Mann. Oh, doch. Okay, cool. Uptime ist gerade bei 1,5 Stunden. Also nicht wirklich lange, aber ich werde heute auch nicht so lange machen. Easy. So, dann gehen wir mal nach oben und gucken mal, was da so geht. Huh? The lift don't work. Looks like it's been broken for a while. We'll have to find another way up. Another way? You don't mean climb up there? We may have to. Come on, you can't be serious. Why'd someone build a lift that don't work? No complaining. Let's start looking for a place we can climb up. Na dann. Warum können wir nicht einfach hier hoch? Ah nee, nee, kommen wir hoch. Ich dachte gerade so, hey, das würde doch voll Sinn machen, oder? Vielleicht macht das auch voll Sinn. Scheint versiegelt zu sein. Fuck, dann halt doch nicht. Dann machen wir es halt so. Folgen wir der gelben Linie. Ach, guck mal, das sieht doch gut aus. Warum haben wir das nicht gleich gemacht? Ach. Ich wünschte, man könnte zwischen den Charakteren wechseln wie in Final Fantasy VII Remake. Das wäre auf jeden Fall echt hilfreich. Würde es das Balancing dann einfach kaputt machen? Das müsste man sich dann fragen, weil du könntest dann einfach die ganze Zeit ohne Probleme die Gegner umwerfen. Und, hättest einfach jeden Kampf gewonnen. Andererseits wäre irgendwie geil, wenn es halt, wenn du nicht so... dich nicht so auf die KI verlassen müsstest, dass die irgendwie intelligenten Shit macht. Weil die einfach fucking dumm ist, so. Das ist halt... Das ist halt schon ein bisschen frustrierend. Gut, das hat so eine richtig geniale Idee von mir. Flop. Oh Gott. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie man hier hochkam. Scheinbar hier. Das ist der richtige Weg, ne? Okay, ich verstehe. Weißt du, warum schaue ich nicht einfach gleich mal auf die Karte und denke mir so, ach, weißt du, das geht besser. Wenn es da einen fucking Weg gibt in diesem Spiel. So, okay. Und jetzt? Rüber, schätze ich mal.
Oh mein Gott, ey. Genauso eine schlimme Jump'n'Run-Passage wie die aus Final Fantasy 15. Hauptsache am fucking, an der fucking Wand hängen bleiben, Mann. Mega gut. Liebe es. Habe ich jetzt schon wieder richtig Bock drauf. Was soll ich hier machen? Was ist mein Ziel? Das ist ja offensichtlich nicht das hier. So blind, Alter. Ich muss einfach echt schlafen gehen. Ich bin komplett kaputt von diesem Tag heute. Es ist einfach... So ein Umzug ist sehr, 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 sehr anstrengend. Not gonna lie, einfach. Allein die Tatsache, dass ich heute einfach sämtlichen Scheiß einfach einpacken konnte, ist eigentlich ziemlich vorteilhaft und gut. Aber damn, ey, ich habe einfach 20 Kartons hier hinter mir. Das ist halt... Ah, Sand Help. Dann müssen wir aus der Wohnung raus. In 2 Wochen. Oder eher in 10 Tagen. Das ist, eine bessere Zeitangabe. Wenn wir in 2 Wochen hier in einer Wohnung sind, haben wir ein Problem. What a bunch of jokers. Kann ich? Okay, kann ich. Er hat erstmal den Tod gealleupt. Was für ein Quatsch, dass du einfach hier an diesen Dingern hochklettern kannst. Aber wahrscheinlich ist das auch Teil der Prüfung, damit du dich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhst, sondern dich nochmal richtig reinhängst am Ende, damit du zeigst, dass du ein wahrer Krieger bist oder irgendwie so. Tadadada, endlich. Ryan, ready to go, Shulk? Yeah, but just hold on a minute. What is it, Shulk? It's about the Monado. I'd like to ask your permission to use it a little longer. Why ask me? The Monado was your sword, but I need it to achieve my goal. So... Don't sweat it. You are far more skillful at wielding that thing than I ever was. Keep it. It's yours. Besides, I have a new sword. That old coot had the decency to forge this for me. I owe it to him to make the most of it. Dunban. You fought your way this far. That is proof enough the Monado has accepted you. Don't take my word for it. Believe in yourself, Shulk. Believe in myself? Never lying down, never giving up. That's our pride and strength as Hons. And we have to make sure those metal monsters know it. You're right. Time to move, people. This prison island Shulk saw in his vision isn't getting any closer.
What is this place? It's giving me the creeps. At a guess, I'd say we're inside the Bionis. What is it, Shulk? Oh, nothing. It's just that it feels like the Bionis isn't really dead. Huh? Wait a minute, Shulk. If the Bionis starts moving around, things won't look good for us. Let's just keep moving. Right. Weiter geht's. Ich finde, ich kann so viele Plotpunkte ansprechen, weil ich einfach über so viel reden möchte eigentlich, aber ich kann über nichts reden, Mann. Das macht mich wahnsinnig. Aber ja, hier fliegen einige sehr interessante Sachen in der Luft herum, möchte ich mal so anmerken. Das sieht gefährlich aus. Jemand kommt her? Bin überrascht, total. Ihr wollt nach oben? Wartet auf Wasser. Wasser macht Platsch und schießt euch hoch. Nice, los geht's. Kinda dangerous, man. Okay, so, dann warten wir hier mal. Kommt schon die Bionis-Polizei, weil ich hier illegale Sachen anscheinend vorhabe. Tschu. Und sehr gut. Wir sind angekommen, haben ein bisschen Schaden genommen, aber das ist manchmal, das muss man manchmal durch. Manchmal muss das einfach mal sein. Face Nemesis. Your frame is complete. All that remains is the soul transfer. That damage. Does a weapon exist that can melt face armor? How? Lady Venea, Master Egil wishes to see you. Understood. Tell him I will see him when this face is complete. Acknowledged. I have fulfilled my duty. You and only you can bring about a new age on Makonis. No, the entire world. My mistress, Lady Mayneth. Oh shit, oh mein Gott. Großartige Cutscene, Alter. Kann ich nur nochmal wiederholen, wie absolut fucking großartig dieses ganze Spiel ist. Love it. Endlich sind wir in den Magna Woods.
Holy shit, es geht einfach geil weiter, Mann. Es geht einfach so gut weiter. Vor allem geht's voll hübsch weiter. Seht euch mal dieses Licht- und Schattenspiel hier gerade an. Wie hübsch! Danke, Riddler, für den Sub. Oh mein Gott, einfach nur. You with our lives. Do not fear for us. Flee. I will not. I cannot return to the capital with this monster still standing. Turned up the heat. I've never seen such a dense forest. Me neither. How much further? This must be the back of the Bionis. If Shulk's vision is right, we've still got a long way to go. You mean go on in this heat? I'm sweatier than a Brog's armpit. We'll have to search for the best route. Sadly, until we find a way, we'll have to put up with Rhine's stench. Sharla? We must be outside the tower. Welcome, true heir to the Monado. Father! Weak. Weak and pathetic. What or who are you? You will pay for what you've done! You will know the pain and suffering you caused the Emperor and Fiora! A silver-faced Mekon. And who was that girl? These visions show me people and places I've never seen. If only I could find out what they mean, we could use them to our advantage. Look over there! A rope bridge! It looks Homs made. Not Homs. Nopon. Though a lot of them have settled in our colonies, the Nopon are originally native to Machna Forest. Do you think they'd know the way to the Bionis Head? I can't say. But walking around in circles isn't going to achieve anything. Our best bet is to look for their village. Ey, das hier ist einfach ein Wii-Spiel, Mann. Es ist einfach ein scheiß Wii-Spiel. Es ist unglaublich, Mann. Unglaublich, sag ich dir. Okay, vor dem Raub habe ich Angst. Aber wir müssen es leider bekämpfen. Hä? Mach doch. Oh Gott. Ich glaube, wir werden gleich noch ein bisschen grinden müssen. Ich glaube, da werden wir nicht groß drum herum kommen.
Aber dann haben wir Melia in der Gruppe. Spoiler. Und dann haben wir das Spiel gewonnen einfach. Nice. Das ist eine Preview auf das, was noch kommen wird, Mann. Voll gut. Das Scheiß ist einfach runtergefallen, Mann. Ja, wundervoll. Hey, Esri. Ich soll die XP. Ja, Melia hat so einen Move, wo sie Gegner von sich wegdrücken kann. Das heißt, du kannst die Gegner einfach zu so einer Klippe locken und sie dann einfach runter pushen und dann sterben die halt einfach instant. Und das Beste ist, das funktioniert halt auch bei Level 80 Gegnern. Das heißt, du kannst einfach so einen Level 80 Dude zu dir hinlocken, hoffen, dass er dich nicht killt und ihn dann einfach runterwerfen und 8 Level steigen instant. Übelst guter Kram. Und ich glaube, so kannst du echt gut leveln. Zumindest konntest du das in der Wii-Version. Shit, jetzt habe ich auch My Wife is Getting Hotter. Ich werde nicht aufhören, bis das die ganze Welt hört. Wir werden echt grinden müssen. Und bevor ich anfange zu grinden, muss ich echt einfach mal zurück zu Kolonie 9, damit ich meinen Juwelenscheiß endlich mal machen kann. Was sagt sie da eigentlich? Sie sagt, my rifle is getting hotter. Das sagt sie halt, also wenn du mit Charla spielst, hast du so eine Hitzeleiste und wenn halt die Hitzeleiste voll ist, dann kannst du halt nichts mehr machen und hast halt so einen Cooldown mit ihr. Baupläne für einen mobilen Ätherofen. Ah, voll gut. Mit Glück haben wir das sogar. Ha, okay, was soll's. Wir brauchen auf jeden Fall das hier. STR hoch. STR hoch, STR hoch, STR hoch und okay, sehr gut. Das ist okay. I've got it. I am all over that. There we go. To you. Nice one. There we go. To you. Awesome. To me. Alrighty. Awesome. There we go. Alrighty. Nice one. Alright. Woo. I've got into Woo. The rhythm. Alright. Here. I've got into this. The rhythm. There we go. Alrighty. Woo. To me. Alrighty.